tiempo, o mejor dicho, el tempo en la música no es rígido. Depende del lugar donde se toca. En una acústica muy seca, por ejemplo, hay que moverlo un poco más porque la reverberación es muy corta. En una iglesia es muy larga, hay que tomarse más el tiempo. Y eso influye muchísimo a la velocidad en la cual se toca y por lo tanto a toda la expresión que está adentro. Ahora, esta orquesta la conozco muy bien, son ya 27 años que soy director musical de la orquesta. Ellos me eligieron director a vida, pero pienso que nunca se imaginaban que iba a durar tanto. Pero nos conocemos naturalmente muy bien y hoy, el que fue el primer ensayo en esta magnífica sala, que es en realidad el Auditorio Nacional de la Argentina, lo gozamos muchísimo. Also für mich ist es auch ein zweites großes Erlebnis, diesen wunderbaren neuen Konzertsaal zu erleben. Als wir 1995 hier das erste Mal mit unserem Chef Barenboim hier in Buenos Aires waren, haben wir im Teatro Colón gespielt. Als wir 2008 das zweite Mal hier waren und eigentlich das rekonstruierte Haus, das Theater wieder eröffnen sollten mit Konzerten, war es nicht fertig. Nun gut, das kennen wir auch aus Berlin, dass sich die Bauarbeiten und die Rekonstruktionsarbeiten hinauszögern. Und umso glücklicher sind wir hier im 2018, dass es nun auch noch einen perfekten, wirklich nahezu perfekten Konzertsaal gibt. Als wir das erste Mal in das CCK, in dieses Centro Cultural de Kirchner, kamen, da muss ich sagen, hatte ich den Eindruck, ich dachte, ich bin in der Symphony Hall in Osaka. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Saal in Japan, der nicht überdimensioniert ist, aber immerhin doch für 1800 Menschen Platz gibt. Und durch die ja, sehr intensive Ausgestaltung mit Holz und dadurch, dass das ja, sehr, sehr wunderbar vom Material Holz ausgelegt ist und eine fantastische Akustik hat, kann man da wunderbare orchestrale Farben zum Blühen bringen. Also das Schöne ist, dass man sowohl in der Probe, wo der Saal noch leer ist, noch kein Publikum da ist, als auch im Konzert sich auf der Bühne wunderbar hören kann. Das ist in einem anderen berühmten Konzertsaal im Wiener Musikverein zum Beispiel nicht so. Da ist es in der Probe eher überakustisch, fast wie in der Kirche. Und am Abend, wenn das Publikum dann da ist, natürlich perfekt. Aber hier ist es so, du hast sowohl in der Probe als auch im Konzert wunderbare Möglichkeit, alle Stimmen durchzuhören und sehr plastisch wahrzunehmen. Also ich kann nur den Argentiniern und vor allen Dingen den Porteños nur gratulieren zu ihrem Konzertsaal neben diesem wunderschönen Opernhaus. Also wir arbeiten ja schon sehr lange jetzt zusammen, die Staatskapelle mit Herrn Barenboim, und wir kennen uns gegenseitig auch sehr gut, und das ist schon auch unheimlich spannend, immer wieder zu sehen, auch wie wir uns gegenseitig dann ja auch anspornen und wie das Orchester auch gewachsen ist. Also wie gesagt, ich bin seit 2003 dabei und das Orchester hat sich, finde ich, wirklich wahnsinnig entwickelt. Und ja, ich bin gespannt, wo es noch hingeht. Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Weg, den wir gemeinsam gegangen sind. Ja, aus Sicht, in dem Fall der Pauken, des Paukenparts, ich würde es gar nicht so spezifisch sehen. Ich würde gar nicht sagen, dass es jetzt mit dem Instrument an sich zu tun hat. Es hat eher mit der Besonderheit bei Brahms zu tun. Weil bei Brahms, anders als man es vielleicht im ersten Moment des Hörens vermuten könnte, über den vielen Kantilenen und diesem eigentlich weichen Klang eine sehr klare, teils sehr verwogene, aber manchmal auch sehr, sehr klare, aber immer sehr eindeutige rhythmische Struktur läuft. Das heißt, es gibt viele Momente, die eigentlich sehr weich klingen, aber
die es nicht vertragen, weich gespielt zu werden, was den Rhythmus angeht, weil da drunter so viele kleine Elemente laufen, dass das sofort auseinanderfallen würde. Und das ist zum Beispiel auch an der Pauke dann dadurch zu erkennen, dass eigentlich mit der Ausnahme, ich glaube, der dritten Sinfonie, in allen Sinfonien auch an der Pauke Momente sind, wo kleine Notenwerte wiederholt werden und darüber eine weiche Melodie läuft, die aber eben nicht weich gespielt werden kann, weil darunter immer diese kleinen Notenwerte laufen. Und das trifft aber eben nicht nur für die Pauke zu, das macht jedes Instrument auf verschiedene Weise immer mal. Aber das ist eben die Besonderheit bei Brahms, finde ich. Und auch, dass es rhythmisch immer eine, also sehr, sehr oft über lange Strecken eine Irritation gibt, im Sinne von, dass er nicht auf den Schwerpunkten, die metrisch eigentlich vorgegeben sind, die Melodie laufen lässt. Das heißt, man läuft über sehr lange Strecken, über 32 Takte oder so, eigentlich nicht konform, genau genommen, mit dem Ohr, was diese Struktur angeht. Und dann gibt es irgendwann nach einiger Zeit so einen Moment, wo es so macht, wo es wieder einrastet, und der kann dann für die Hörer, aber auch manchmal für die Musiker überraschend sein. Das ist eine Besonderheit, finde ich. Also für die Staatskapelle gehört natürlich der Brahms-Zyklus zum absoluten Zentrum des Repertoires. Und wenn man jetzt wieder hier im CCK gesehen hat, wie das gelaufen ist, wie bei der Staatskapelle einfach jeder Ton lebt, die Energie, die in diesen Raum hier gegeben wird, auch zu sehen, wie das CCK so diese so dunklen Farben und diese wunderbaren Farben der Staatskapelle befördert, dann ist das natürlich schon etwas sehr, sehr Besonderes. Und dann noch in der Geburtsstadt von Barenboim, dann bekommt es auch so eine historische Dimension für alle von uns. La Staatskapelle tiene già 450 años. No quedan muchos de los músicos originales. Pero es difícil imaginarse lo que se tocaba en esa época. Qué clase de vida musical había. Pero, digamos, en los últimos 200, mismo 300 años, tuvieron contacto íntimo con los más grandes compositores alemanes, Brahms también, Schumann, Mendelssohn, muchos de ellos. Y es una orquesta, es la tercera orquesta más anciana del mundo. La primera, que nadie sabe explicar por qué, es en Copenhague, en Dinamarca. Y la segunda es en Dresden, y la nuestra es la tercera. Pues es una orquesta que, por lo menos en los últimos 270 y pico de años que ya existe la Staatsoper, la ópera estatal, es una orquesta que siempre estuvo muy activa, tanto en lo sinfónico como en lo operístico.
Thank you.